So, ich kümmere mich mal wieder um die Queen's Park Rangers Karriere und wünsche euch viel Spaß und spannende Unterhaltung. Wir haben mal hier gleich mal Scouting Updates. Da wäre ein interessanter Adriano Guerra. Verpflichten wir mal. Hier ist noch ein interessanter. Sind sehr viele interessante dabei. Yep, passt. Dann ins nächste Scouting-Update rein. Vielleicht haben wir da einen starken Engländer dabei. Der sieht auch nicht schlecht aus für seine 17. So, raus. Nationaltrainer-Offerte. Perfekt. Tja, wir haben Sunderland als nächsten Gegner. Schauen wir mal, was wir umstellen müssen. Das heißt, Hull stellen wir mal um. Nehmen wir Freeman mit rein. Freeman. Das heißt, richtig. Und Perch statt Furlong. Das heißt, wir werden hier ein bisschen umstellen und die ganze Sache verstärken. Gomez werden wir natürlich umtrainieren. Aha. Gomez werden wir natürlich umtrainieren. So, wenn haben wir dann noch einmal gehabt. Ups, wo war er? Freeman, ZOM. Das wird lustig. Baptiste Perch. Hull hat schlechte Karten. Mein Cousins, deine Cousins, ja, ganz fein. Stellen wir Cousins auf in den Sturm statt Gomez. Versuchen wir es halt einmal. Ich spiele zwar auswärts. Was? Was ist da jetzt gestanden? Wellington? Willst du mich verarschen? Stand doch Cousins. Cousins stellen wir statt. Das hat ja gar keinen Sinn. So, jetzt hat es einen Sinn. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Schaut auch in die Kommentare rein. In die Kommentare sage ich, in die Beschreibung rein. Ich werde Livestreams machen auf Twitch. Hinterlasst mir ein Follow. Ich werde fast jeden Tag mal versuchen zu streamen. Schauen, was dabei rauskommt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen gegen Sunderland. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns gleich wieder. Die englische Liga ist ja kein Zuckerschlecken. Vor allem die zweite Liga schon nicht, denn es wird jeder mal aufsteigen. Und damit schauen wir in die ersten 45 Minuten ein. Gute Ballerobung von Biowell. Gut, und da ist die erste Flanke und die geht hier knapp am Tor vorbei von Sandy Lovric. Ein Kopfball zumindest. Ah, da wird er rausgeboxt, so nice. Zack. Und. Ah. So. Borischuk. Eieieiei. Müssen wir total gut aufpassen hier. Gut überspielt und stark gemacht. Freeman. Ja, das hat er super vorausgesehen. Okay, auch nicht schlecht. Ja, wir kommen nicht aus der eigenen Hälfte raus und die machen schon sehr früh Druck. Super Zusammenspiel. Jetzt mal über Biowell. Biowell. Super über die Außen auf Cousins. Und Biowell mit der Schussmöglichkeit. Und schade, Bitwell. Nicht Biowell, Bitwell. Geht ein bisschen zu schnell. So. Schön. Nimmst du den Ball mit? Oh mein Gott. Sehr schade hier. Und wir lassen uns hier gerne mal rauslocken. Hui, das war ziemlich knapp. Das war ein Foul. Ja, da wird herumgestochert und der Schiedsrichter sieht hier keine andere Möglichkeit als zu pfeifen. 13 Minuten gespielt. Achtung, aber die geht meterweit drüber von McGady. Und damit gibt es den Abstoß. Bitwell. Schauen wir mal, kann man den über die Außen spielen? Sicher.
Ja, aber da wird immer der Ball über die Außen erobert. Lovrich, Sandy Lovrich hat einen starken Schuss. Hat der Ball gerade schon bewiesen. Jetzt mal dieser Pass. Ah, keine Zeit hier in dieser Situation und Einwurf für die Queens. Dann macht er den Pass hier. Gar nicht. Jetzt aber. Oh, schade. Geht auch nicht durch. Die stehen hinten dicht drinnen. Das heißt, da muss ordentlich gespielt werden. Sie lassen sich nicht in die Karten schauen. Aber die Balleroberung, oh, ist wieder da gewesen. Zwar nicht schlecht. Nicht von schlechten Eltern. Oh, sehr gut. Vielleicht ein schnelles Umschaltspiel. Cousins wieder. Die Cousins wieder. Zack. Super hinein. Aber wieder drei Mann neben. Es ist so bitter, hier nicht in Führung zu gehen. Schön. Das hat er schön rausgespielt. Und was für ein Tor von Sandy Lovrich. Ein Hammer. Da packt er seinen Hammer aus. Und da sieht man wieder mal, was für eine linke Flanke, linke Pranke er hat. Und damit ist die Führung da zum 1:0. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Achtung, schöne Flanke wieder. Sandy Lovrich bringt den Ball gleich weiter. Diese Richtungsänderungen sind schwer für den Gegner vorauszusehen. Und es gibt wieder einen Abschluss. Der Schiedsrichter will hier keine Ecken vergeben. Schön den Ball erobert. Schön in die Quere. Oh, zu weit vorgelegt. Schade. Das hätte das 2:0 sein können. Und hier wird sehr viel über die Flanken gegangen beim Gegner. Schön. Abwarten, spielen wieder. Ja, wann gehst du denn raus? Gar nicht. So, vielleicht der schöne Pass. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Jetzt mal wieder, aber wieder zum genau. Schade. Ah, und die Sandalander wollen hier den Ball schnell reinbringen. Schön. Ah, das gibt's nicht. Schön reingerutscht. Der Schiedsrichter sieht es hier auch als Foul an. Ja, das ist sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Und der Freistoß war eigentlich nicht von schlechten Eltern, aber überrascht keinen. Auch nicht Smithies. Washington. Und da ist die nächste Torchance und die verwandeln die Cousins. Ich nenne ihn die Cousins. Klingt ja besser. Cousins macht das 2:0 mit einem starken Kopfball. Das war eine schöne Flanke. Noch einmal. Hier achtet jeder auf einen einzigen Spieler und auf Cousins. Der wird zwar getaggt, aber er kommt trotzdem zum Kopfball. Das ist natürlich nicht sehr schlecht. Und wieder mal über die Außen. Und wieder über die Außen. Sehr gut. Kann man da schnell umschalten? Nein, kann man nicht. Und Smithies wird zum starken Rückhalt. Achtung. Ah, wieder nichts. Aber mit viel Glück bleibt der Ball auf der Seite unserer seitigen Seite. Das ist wichtig. Ah, kommen wir nicht dran, schade. Wir führen bereits 2:0. Ups, schön.
Hallo. Achso, es gibt Freistoß. Noch vor der Halbzeit gibt es diesen Freistoß. Und alles konzentriert sich hier auf einen Anruf. Mal schauen, ob sich noch einer ausgeht. Nein. Mitten im Konto pfeift der Schiedsrichter die Partie zur Halbzeitpause. Washington und Pakoto und Cousins machen das richtig gescheit. Und damit geht es rein in die zweite Halbzeit. Wir verändern mal das Spiel ein wenig. Ah, sehr intelligent. Schön laufen. Da ist auch niemand. Ah, zu genau. Achtung. Sehr lächerlich. Ah, überall. Die spielen sehr stark auf Pressing. Das ist nicht österreichischer Fußball. Achtung. Wieder über die Außen. Carter Hull. Der Rodwell, denke ich, wollte einen Zuschauer damit treffen. Schöne Verlagerung auf die andere Seite. Ah, der wollte sich schnell drehen. Schade. Und Sandy Lovrich macht das nicht schlecht. Geht hier sehr gut an. Schöner Pass. Da wird ordentlich zugelangt. Das ist sehr lustig, hier zu spielen. Kurze Pässe machen das nicht besser. So, da ist ein Loch und das wäre fast das 3:0. Wieder durch Sandy Lovric gewonnen. Der wird immer mehr zu einem starken Spieler hier bei den Queens. So. Schön vorbeigegangen. Und die nächste Gelegenheit. Ah, den könntest du dir ein bisschen schneller holen. Schade. Quirlig im Angriff, ja. Deswegen sage ich, Lovric hat hier die meiste Erfolgsquote. Die beste Erfolgsquote. Und normalerweise müsste die hier, wir müssten hier wir auswärts schon 3:0 führen. Aber so ist es eben im Fußball. Es kann auch irgendwie andere Richtung gehen. Wie hier mal wieder kurz nicht aufgepasst. Und hier wird Doppelpass gespielt. Oh, Sandy Lovrich versucht hier einfach mal. Wirkt schon etwas sehr müde. Ach, wieder Ballverlust. Sehr schwach. Achtung. Super, den Ball weitergeleitet auf Porisiuk. So, die Einspielstationen sind hier nicht so. Es wird schwierig hier. Wir müssen hier aufreißen. Schön, schön herausgespielt. Aber da hat einer geschlafen. Vorsicht, schwieriger Ball. Das war aber meines Erachtens kein Foul. Da war er zuerst am Ball dran. Oh, es war sogar abseits. Dachte, das war ein Foul. Diese Bässe, wunderbar. Jetzt wird's lustig. Schön, über die Außen hier. Naja, das war zu viel des Guten. 72 Minuten gespielt. Lovric kommt ja nicht zum Ball, schade. Auch hier kommt keiner zum Ball und
Und da kommt er durch, aber es ist abseits. Gott segne dich. Jetzt will ich mal wechseln. Haben wir hier einen schnellen Spieler, Emmanuel Thomas Gomez. Gomez könnte hier eine Verstärkung sein. Und über die Außen Lua Lua. Und Lovric bekommt Verstärkung in Form von Luongo. So, Dreifachwechsel in der 74. Ah, was für eine Balleroberung. Ganz wichtig hier. Die war auch nicht von schlechten Eltern. Da ist Lulu. Lulu. Lulu noch immer. Aber das war wieder mal zu viel des Guten. Das kann gegen andere Gegner ziemlich unangenehm werden. Und das war wieder mal sehr stark. Jetzt spielt mal Sunderland auf und das war auch nicht von schlechten Eltern. So, wer ist das? Das ist Lua Lua. Lua Lua. Den wollten wir gar nicht anspielen, aber es war nicht möglich, jemand anderen hier anzuspielen. Super Pass und 3:0, was für ein komisches Tor. Was für ein komisches Tor. Wer lässt sich hier feiern? Komisches Tor, komische Entstehung, komisches Tor, was auch immer. 3:0, starke Leistung. Ja, das ist sehr bitter. Auch kein Abseits. Auch kein Abseits. Denn der Ball kam vom Spieler. Luke Freeman kommt hier zu seinem Genuss und zu seinem ersten Tor. Und hier spielt Achtung. Den musst du eigentlich haben. Sehr gut. Aha. Thomas sollte mal zurückkommen. Stark. Stark. Aber Ballverlust. Achtung. Ballverlust. Da kommt keiner mehr dazwischen. Schön. Und das gibt einen Eckball. Kann das sein? Nein. War noch zu viel hier. Sehr gut erobert. Schöner Pass, aber ja, Gomez noch mit keiner Ballberührung. Keine Ahnung. Aber Smithies hat den Ball. Und 90 Minuten sind auch schon gespielt. Jetzt mal mit einem schnelleren Angriff vielleicht. Aha, viel zu bitter. Viel zu bitter hier gespielt. Viel zu unlogisch gespielt. Ja, mit einem starken Sieg geht es hier in eine Heimfahrt, die wunderbar ist. Birmingham City mit 3:1 gegen Cardiff City. Bolton Wanderers unentschieden gegen Sheffield. Ja, und 5 Punkte Abstand auf Platz 1. Das ist nicht schlecht. Und vielleicht überraschen wir den Gegner. Die Bolton Wanderers sind der nächste Gegner. Nationaltrainer auf Pferdesperre abgelaufen. Die letzte Partie. So. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Wir sind schon wieder auswärts zu Gast in Bolton. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.